Jo Leute, willkommen zurück bei unseren Blendezeit News. Heute mit Sven und Markus. Und Markus schwebt, oder auch nicht. Servus. Ja. Servus, Leute. Gut, das ist ein bisschen buggy, weil es Markus einfach einen halben Meter über dir schwebt. Ja, was gibt es heute bei uns zu sehen? Wenn die zwei Abnehmer mitmachen täten, es gab heute ein neues Update-Video. Also Update. Hier war, es gibt jetzt die Messer, wo Sven in der Hand hält. Das ist das Spezifische für Vanus. Das ist, wie heißt das, Sven? Das Messer heißt, ich muss es anklicken, und zwar Lumid Edge. Genau, das ist das Spezifische für Vanus. Markus halte das NK-Messer hoch in der Hand. Das sieht auch ziemlich geil aus. Irgendwie sieht geiler aus. Nein, ich finde das mit dem... Bleib doch mal stehen. Ich finde das mit dem Gelben irgendwie hässlich. Das sieht so dangerous. Das ist aber nun mal die... Das ist halt nun mal das, der Vanus. Der NC. Ja. Gut, und ich habe hier... So. Ich habe kein Damage bekommen, what the fuck? Nein, gut. Okay, ich habe das Standardmesser gerade in der Hand. Das wir alle momentan haben. Es gibt jetzt noch ein zusätzliches Messer. Das Icy Kill. Das ist auch für alle drei Fraktionen gleich. Und die Dinger sind richtig hart, weil die machen das komplette Schild weg und das halbe Leben dann noch. Also wenn man damit getroffen wird, zwei Hits und man ist down. Ja, man kann es ja auch mal so dazu sagen, dass, wie man hier sieht, wenn man jetzt hier, wenn ich mal auf Standard-Messertempo eingehe, dass das hier ist. Das ist das Standard-Messertempo, schneller geht nicht. Und jetzt, wenn ich das Ding in die Hand nehme, ja, das ist viel schneller. Kann man schneller hitten. Und man läuft auch schneller, Standardlauftempo. Moment, Dick, machen wir das mit. Man kann auch mehr, so. Standardlauftempo. Jetzt ist das Ganze noch mit Messer in der Hand. Ja. Warte, ich kann ja mal, Markus, bleib mal du auch hier stehen. Bleib mal auch hier stehen. Mach mal ein Wettrennen, genau. Ich nehme die Waffe in die Hand und du das Messer und dann auf drei rennen wir los. 1, 2, 3. Gut, ihr seid gleich schnell. Echt? Echt? Also es gibt doch keine. Ja, aber okay, nicht. Markus ist später losgelaufen. Ja, wegen TS-Verzögerung. Ja, also. Wegen TS und wir waren gleichzeitig hier. Ich würde sagen, das Futter 1, 2, 3 zählt. Gut. Ja, okay, können wir auch machen. Warte, wie dahinter. Weil es bei uns ja beim Verzögert. 3, 2, 1, los! Oh, ich habe auch das Messer in der Hand. Aber es kommt einem auf jeden Fall viel schneller vor. Ja, gut. Mit dem Messer. Ja, Messer. Gut, das war mal zu den Messern mal kurz was. Jetzt kommt noch das Event. Ja, oh. Das kann man hier einfach mal zeigen, wenn du mal auf Escape und dann auf Anweisungen gehst. So. Ah, Events, genau. Dann auf Events und dann siehst du hier eben das Feiertags-Event. Für die erste Anforderung musst du eine von den Missionen schaffen. Für die zweite musst du 2 schaffen. Für die dritte musst du 3 schaffen und für die vierte musst du 4 schaffen. Und dann bekommt man auch den Titel Kaltblütig und ein Auraxium Weihnachtshut. Ja, du könntest ja auch kaufen die Hüte im Shop. Die Standardhüte gewinnt man auch schon bei der dritten Stufe und es gibt auch noch gut Serz dazu. Und eben bei der zweiten Stufe bekommt ihr auch noch Weihnachtsdeko auf euren, beziehungsweise dann bei den NKs auf den Vanguard, auf den Thunderer, auf den Lightning, Hairacer und den Flash. Genau. Dann kriegt ihr bei. Genau. Und dafür müsst ihr eben diese Schneemänner zerstören. Die gibt es jetzt nicht mehr nur noch auf Esamir, sondern es gibt auf Esamir Schneemänner. Und auf Hossin, Inder und Amarish gibt es Steingolems. Quasi genau dasselbe sind nur aus Stein. Die gibt es auch in Gold, das heißt, die gibt es auch auf allen Kontinenten in Gold. Und ihr braucht ja für die Missionen auch teilweise die goldenen, beziehungsweise die goldenen geben viel mehr XP und geben euch die Kühlerfigur. Genau, der Titel Schneefräse, den kann man dieses Jahr auch noch gewinnen. Das geht immer noch. Und der neue Titel eben, wie gesagt, bei Abschluss der vierten Stufe des Events. Ja, so. Ihr habt das jetzt alles gesehen. Gut, dann machen wir hier mal kurz einen Cut und dann geht's gleich weiter. Jo Leute, da sind wir wieder zurück. Jetzt zeigen wir euch noch das Neueste. Moment kurz, Sven. Es gibt jetzt, wie ihr mitbekommen habt, neue Banner. Was das genau ist, das zeigen wir euch jetzt. Und Sven wird mich dafür töten. Mit der Bonbon-Pistole. Bonbon-Pistole? Nein, er legt mir eine Granate vor die Füße.
Zack. Und das mit den Bannern seht ihr jetzt hier. Das kann sich jeder selber jetzt freischalten. Muss man aber kaufen. Und nicht gerade günstig. Also man kann es ja auch freischalten. Zum Beispiel mit der Weihnachts-Event-Dings kriegst du Happy Holidays als Banner. Ah, okay. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber ja, kann man freischalten. Und dann hat man hier ein bisschen was, um den Death Queen ein bisschen zu bearbeiten. Ja, wer es will. Ich finde es jetzt nicht so wichtig eigentlich. Aber es muss gezeigt werden. Gut, das zu dem. Und jetzt haben wir noch einen Punkt, glaube ich. Wo wir noch machen müssen. Ja, da kommt schon noch was, Leute. Keine Sorge hier. Gut, dann bis gleich. Tschüss. Bis gleich. So, Leute, nun die letzten zwei Punkte. Einmal von Markus. Das No Helmet. Also kein Helm mehr hat. Dann hat man seinen Charakter. Ja, schön, dreh ich mal, genau. Wo man am Anfang ausgewählt hat, Männlein oder Weiblein oder Weiß und Schwarz. Also. Oder asiatisch. Okay. Ja, dann ist man ein bisschen gelblicher. So, und jetzt noch Sven Science. Er ist jetzt Wano-Spion. Eigentlich sollten die ganzen Wano-Rüstungen und so jetzt ein bisschen Licht emittieren, damit man sie besser sieht und sie mehr im Gelände abheben. Was ich jetzt hier nicht so wirklich erkenne. Also, ich habe zwar gedacht, dass sie ein bisschen heller sind, aber ich denke, wenn es um Hosin in die Dämmerung geht, ist das relativ egal. Was, wie die da, sieht man sie trotzdem noch nicht genau. Jo, das war's dann eigentlich auch schon von diesen Update-News. Und ja, jetzt tun wir uns noch mit dem Knall verabschieden, vermute ich. Oder ich mich zumindest. Ja, so, und? Oh, bumm. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Sagen euch Futur, Sven und Markus. Ciao. Tschüss. Und raus.